Herzlich willkommen bei den, naja, genau, breiten, sehr Lichtspiele Kinogesprächen. Heute zu Gast Schauspielerin Claudia Kottal. Herzlich willkommen bei, naja genau, die intelligente humorvolle TV-Sendung. Nur in OctoTV zu sehen und in OctoDeck und in YouTube. Wir haben heute eine Schauspielerin eingeladen, die Claudia Kottal, und ich stelle Fragen. Vielen Dank für die Einladung. Bitte schön, bist du bereit oder nicht? Doch, ich bin bereit. Also die erste Frage, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut, danke schön. Wie geht es dir? Dir geht es auch gut, oder? Ja. Hast du vorher gesagt? Ja. Und bitte nicht nervös sein. Ja, nein, ich arbeite dran. Ja, danke schön. Also jetzt kommen Fragen, du musst sie beantworten, meine Fragen, ja? Okay. Ja, also die erste Frage habe ich bei mir. Du bist eine Schauspielerin und du hast in vielen, vielen Filmen mit gespielt, wie zum Beispiel Luftmaschine 1, Luftmaschine 2, Griechenland habe ich gesehen, dankeschön, ja. Hat es dir gefallen? Ja, hat es mir ja gefallen. Ah, das freut mich. Bin in Griechenland. Kalispera! Der Notar kommt gleich. Das ist jetzt aber nicht wahr. Ja, was? Johannes. Sonst hat dir dein Papa nichts gelassen. Österreicher können halt nicht mit Geld umgehen. Naja, aber es ist unser eigenes. Ich bin die Verlobte von Johannes Hofbauer. Er hat gar nicht gesagt, er hat Verlobte. Griechenland? Griechenland habe ich gesehen. Dankeschön, ja. Hat es dir gefallen? Ja, hat es mir ja gefallen. Ah, das freut mich. Aber das habe ich nicht kapiert, wie der Thomas Stips die Asche nimmt. Ja. Was meinst du, dass er sie mit sich rumträgt? Ja. Ja? Ja. Das war total schön, fand ich, dass er seinen Papa, den er nie kennengelernt hat, immer bei sich gehabt hat, bis er sich dann endlich entschlossen hat, ihn zu verstreuen in Griechenland, wo er so gerne war. Aha. Oder was hast du gemeint, wo er das vertauscht mit Joghurt? Ja. Ja, das hast du gemeint? Ja. Ja, das war schon sehr, sehr lustig. Beziehungsweise er vertauscht ja nicht, sondern es wird ihm Joghurt untergejubelt, weil sie nicht wollen, dass er die Asche hat. Aha, wieso nicht? Ja, es ging irgendwie um das Erbe des Vaters, den er ja nie gekannt hat und er jetzt verantwortlich ist dafür, was mit dem Erbe passiert. Und da gab es eben meine Figur mit ihrer Frau, die gemeinsam eine Ölfabrik haben. Und dann gab es noch den Bürgermeister, der aber das Land, wo diese Ölfabrik ist, für was ganz anderes verwenden wollte. Und die haben sich halt gestritten, wer jetzt ihn überredet, quasi, was er mit dem Erbe macht. Aha. Und wie bist du beim und wie bist du bei diesem Schauspiel gekommen? Das war eigentlich wollte ich das schon immer machen, aber ich war mir nicht sicher, ob es das Richtige ist, weil ich war wahnsinnig schüchtern. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung dann doch geschafft und dann habe ich studiert, dann habe ich aber keinen Job gehabt. Dann habe ich lange überlegt, dann habe ich was anderes, habe ich Übersetzen kurz studiert. Und dann irgendwie, also es hat sehr lange gedauert. Ich habe irgendwie 10 Jahre in so kleinen Theatern gespielt
für auch sehr wenig Geld. Aber es hat immer mehr Spaß gemacht, manchmal auch nicht Spaß gemacht, weil ich eben so schüchtern war und so. Und dann irgendwann habe ich die Laura Rudasch gespielt und habe im Fernsehen plötzlich, war ich plötzlich im Fernsehen und dann ist alles ein bisschen leichter geworden, muss ich sagen. Ja, Technik, hallo? Du sollst jetzt heißen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei der Zeit im Bild mit Nico und Laura. Die Topmeldung des Tages kommt aus Österreich. Werner Faymann hat die Themenführerschaft bei sozialer Gerechtigkeit. Das war, wo ich die Laura Rudasch gespielt habe und dann noch andere PolitikerInnen. Ja? Ja. Wie lange war das her? Ja, das war 2011. Ja, 12 Jahre. 12 Jahre ist das her. Ziemlich genau. Es war eigentlich, weiß ich, vielleicht sogar heute, vor 12 Jahren, dass ich da zum ersten Mal gespielt habe. Der hat mich im Theater gesehen, also nicht der Florian Schäuber hat mich im Theater gesehen. Und dann wurde ich besetzt für diese Laura Rudasch und habe mir alle YouTube-Videos angeschaut, die ich finden konnte, weil ich sie ja nachmachen musste, aber ich habe nicht so viel gewusst über sie. Und da habe ich es gespielt. Aber ich glaube wirklich, dass es genau vor 12 Jahren war. Wahnsinn, oder? Ja. Und kannst du noch die Laura Rudasch nachmachen, oder nicht? Oh Gott. Du hast wirklich gesagt, das kommen komplizierte Fragen und so. Ja. Recht. Oh mein Gott. Es hat mich eine Zeit lang aufgeregt, dass die Leute das von mir wollten. Ja. Aber da konnte ich es noch. Jetzt regt es mich nicht auf, aber ich kann es nicht mehr. Warte mal. Ich glaube, hat sie nicht das R gerollt? Das rollende R, das war auf jeden Fall. Österreich. Beobachter aller Lager rechnen mit einem Ende der äußerst umstrittenen Revolte in Wien. Wir schalten live zu unserem Korrespondenten Nico Al-Gohari. Ich kann nur sagen, es war mir eigentlich nicht klar, wo ich mich dahin begebe. Das war wirklich lustig, weil mit 18, ich dachte, ich möchte unbedingt Schauspielerin werden und dann auf der Schauspielschule war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weiß ich jetzt nicht. Ist das das Richtige? Und ich habe gehört, du warst die Hauptrolle oder die Nebenrolle bei Soko Kitzbühel? Bei Soko Kitzbühel habe ich mal eine Rolle gespielt in einer Folge, ja. Das ist schon länger her. Lustig, das stimmt. Aha. Und wo dran geht's? Worüber geht's? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr so genau. Das ist schon wirklich schon lang her. Warte, warum ist der gegangen? Lass der Zeit. Jetzt kommt's, ausgequetscht wie eine Zitrone, jetzt kommt's. Ja. Moment. Ich weiß, dass ich ein Stirnband auf hatte. Ah ja, nein, es ist darum gegangen. Es ist darum gegangen, wir waren in einem, wie heißt denn das, wo man in so einem Raum eingesperrt ist. Und irgendwie, Escape the Room hat das geheißen. Und in dem ist mein Freund zu Tode gekommen. Wird plötzlich tot, also niedergebrochen. Und dann wurde ich verdächtigt. Aber ich erinnere mich nicht mehr, wer wirklich der Mörder war. Das weiß ich leider nicht. Ah, doch, ich glaube, nein. Hä? Nein, ich weiß es nicht. Nein, ich hatte eine Affäre, stimmt. Nein, der umgekommen ist, dem hatte ich eine Affäre. Und mein Mann hat es gewusst und hat ihn deswegen umgebracht. So war's. Aha. Also dein Mann ist ein Täter, oder was? Ja, mein damaliger Spielmann war ein Täter. Aha. Und ich habe gehört, Alter, dass du beim Robert Palfrader warst. Bei Wir sind Kaiser? Ja, genau, bei Wir sind Kaiser. Was spielt sie gerade so? Ich spiele gerade einen Affen und einen Wolf im Dschungelbuch, am Theater der Jugend. Einen Affen und einen Wolf? Ja, und einen Menschen auch noch, aber...
Und im Fernsehen macht sie auch was? Was sieht man als nächstes? In einer Polizeiserie, Cop Stories. Ja, was spielt sie da? Eine Kripo-Beamtin. Und ich habe gehört, der Thomas Stipsis ist auch ein guter Schauspieler. In Love Machine, in Love Machine 2 und im Griechenland, da wo wir geredet haben. Aber jetzt so Love Machine, Teil 1 und Teil 2. Was hast du alles gemacht bei dieser Love Machine? Hä? Also bei der Love Machine habe ich eine Fahrlehrerin gespielt. Was? Eine Fahrlehrerin. Was ist das? Die Autofahren beibringt verschiedenen Leuten. Und der Thomas musste den Führerschein machen. Warum musste er eigentlich den Führerschein machen? Wieso weiß ich überhaupt nichts mehr? Okay, naja, egal. Auf jeden Fall musste er den Führerschein machen und ist zufällig zu mir geraten und hat sich dann in mich verliebt. Und hat mir aber nicht erzählt, dass er, weil er hat seinen Job verloren, er musste den Führerschein nicht machen. Ich glaube, er wollte mich kennenlernen. Was so? Lustig, wieso weiß ich wirklich nichts mehr? Na gut. Ich bin gestorben. Auf jeden Fall, also der Thomas Stipsitz hatte eine Band mit meinem Bruder im Film. Ja. Und der stirbt aber an einem Herzinfarkt am Anfang vom Film. Und dann hat plötzlich der Thomas Stipsitz kein Einkommen mehr und wird rausgeschmissen aus seiner Wohnung, weil er kein, also die Figur von Thomas Stipsitz, weil er die Miete nicht zahlen kann. Und dann musste er sich einen Job suchen. Es gibt Lebensläufe, mit denen du immer leichter. Selbstständiger Hochzeitsmusiker, buddhistischer Mönch, selbstständiger Sexdienstleister. Was braucht man da für Qualifikationen eigentlich? Das ist mehr so eine Mischung aus Talent und Erfahrung. Und dann gerät er zufällig an den Job des Gigolo, der Frauen beglückt und der das auch sehr, sehr gut macht. Und dann lernt er mich kennen am Begräbnis von meinem Bruder und verliebt sich und findet heraus, dass ich eine Fahrschule habe und kommt dann zu mir in die Fahrschule. Und erzählt mir aber nicht, dass er arbeitet als Gigolo, weil er Angst hat, dass ich das nicht verstehen würde. Monate, 18 Monate, bei 18 Jahren hätte ich noch ein schlechteres Gewissen. Und dann komme ich drauf, dass es ist und dann verlasse ich ihn natürlich und bin total bestürzt und dann kommen wir aber doch noch zusammen und Happy End. Und was ist ein Gigolo, bitte schön? Also das ist quasi sozusagen ein Mann, der sich prostituiert und Frauen beglückt. Aha, so wie ein Cowboy. Ja. Ein bisschen wie ein Cowboy, ja? Ja, den ersten Film. Also Cowboy, ja, ein Cowboy, ja. Natürlich, Cowboy ist viel besser. Mir ist Cowboy nicht eingefallen, du hast recht, es ist ein Cowboy. Ja, weil den ersten Film habe ich gesehen, aber den zweiten Film nicht. Den zweiten Teil hast du nicht gesehen? Ah. Nein, leider nicht. Okay. Dem zweiten Teil, ja, soll ich den erzählen? Fortsetzung folgt, bitte schön. Ja, heute zu Gast Schauspielerin Claudia Kottal. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, wurde diese Sendung vor Publikum aufgezeichnet. Was dreht die Schauspielerin gerade aktuell? Ich habe dieses Jahr einige Sachen gedreht, die alle jetzt noch rauskommen. Das dauert ja immer so lang. Ich habe zum Beispiel in Hamburg einen Krimi gedreht, wo ich eine Hamburgerin spiele. Das war auch sehr speziell herausfordernd mit dem deutschen Akzent. Aber ich habe sehr viel dran gearbeitet. Und dann habe ich in Den Toten vom Bodensee eine kleine Rolle gehabt und dann noch in einem True Crime, wo es um eine Triathletin geht, die entführt worden ist. Warte, wann war das? 2017, glaube ich. Und sie hat aber den Entführer überreden können, dass er sie wieder freilässt. Seit 2021 spielt Claudia Kottal auch bei der Kriminalfilmreihe für den ZDF Kommissarin Lukas mit. Ach,
Ich habe 2021 in einer Folge von Kommissarin Lukas eine Polizistin gespielt mit einem gehörlosen Kollegen. Das war auch sehr, sehr aufregend, weil es wurde dann behauptet, dass meine Figur das ein bisschen kann, aber es hat mir niemand vorher gesagt. Und dann war ich am Set mit dem Kollegen und der hat mir ganz schnell beigebracht, was ich sagen muss. Und ich war so, also wirklich sehr, sehr stressig, so schnell. Also ich habe natürlich dann nur ein paar Wörter übernommen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Herr Tammann, stimmt es, dass Sie Bernhard verboten haben, ins Haus zu gehen? Warum? Ich habe ihm geholfen. Ja, das ist mir schon klar, aber warum das Verbot? Bernhard darf nicht ins Haus. Ich bekomme Stress mit dem Besitzer. Und das ist der einzige Grund? Oder war da noch was anderes? Sie haben also die ganze Zeit über absolut niemanden am Hof gesehen? Danke. Also was ist zwischen Theater und Film? Also es ist sehr unterschiedlich, also von allein vom Arbeiten her, weil man beim Theater jeden Tag, also 6 Wochen lang probt und gemeinsam das Stück immer wieder liest und drüber spricht und ausprobiert und so. Und dann spielt man es jeden Abend oder je nachdem, du spielst ja selber Theater. Also, aber du weißt es ja, weil ich, ja. Es ist halt, dann spielt man es vor Publikum und live. Und beim Film und Fernsehen muss man es nicht mehr spielen dann. Man spielt es quasi an einem Tag öfter und dann ist fertig. Aber es fehlt manchmal dieses, was davor, diese Zusammenarbeit, dass man es proben kann. Das kommt manchmal zu kurz beim Film, weil dafür dann keine Zeit und kein Geld da ist. Und man kann als Schauspieler nicht so viel mitbestimmen, weil natürlich die Kamera viel sagt oder die Regie da viel auswählt schon im Voraus. Es ist sehr unterschiedlich. Ich kann nicht wirklich sagen, ich habe schon sehr lange kein Theater gespielt und ich vermisse es gerade. Aber ich freue mich, wenn ich beides machen kann. Wieso vermisst du das Theater? Ja, vielleicht ist es dass man am Abend mit dem Publikum live in einem Raum ist und das gemeinsam erleben kann. Aber ich mag den Probenprozess auch, dass man quasi diese 6 Wochen muss man nicht nervös sein und muss man nicht irgendein Ergebnis liefern, sondern man kann ausprobieren und sagen, ah, das war jetzt ein totaler Blödsinn. Und beim Film hat man nicht wirklich Raum dafür. Das ist schade, finde ich. Aha. Ja. Hast du auch bei den... nein, es gibt ein neuer Film, glaube ich. Ja? Wo ich mitspiele? Ja. Es gibt eine Serie, die habe ich schon 2022, haben wir die gedreht. Und das ist von dem Autor von Vorstadt Weiber, der hat eine neue Serie geschrieben, die heißt Biester. Und ja, und ich mag die Rolle sehr, die ich da gespielt habe. Sandra Tichy heißt die. Also es geht so circa um Arm gegen Reich. Es gibt so, also die Hauptfiguren sind alle so um die 20 und meine Tochter ist die absolute Hauptfigur und es ist so quasi arme Familie gegen reiche Familie und die haben dann so einen Streit und das ist sehr, sehr lustig hoffentlich. Ja, und ich freue mich sehr. Aber es kommt wahrscheinlich erst im März, keine Ahnung. Aha. In mir jetzt 2024 oder was? Ja, im ORF dann. ORF 1 oder ORF 2? Ich glaube 1. Aha. Aber ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Wieso nicht? Ich weiß es wirklich nicht, weil es mir noch nicht gesagt, mich hat noch keiner informiert. Keiner hat dich angerufen oder was? Nein. Nein, nein. Hallo?
Hallo. Kripo Nürnberg, Betty Siedlacek. Kann ich Ihnen helfen? Ach so, nee, ich habe nur geschaut. Das letzte Stück, das ich auf der Bühne gespielt habe, war ein Musical. Also es ist so ein Trash-Musical eigentlich, das sich über Musicals ein bisschen lustig macht. Und es war sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es heißt Horses, so wie Cats. Und wir spielen es wieder Anfang März im Werk X, also im kleinen Werk X. Wie gehst du um mit Lampenfieber? Hast du hast du Tipps oder nicht Tipps? Naja, wir haben ja davor schon gesprochen und da hast du gesagt, du bist überhaupt nicht nervös vor dem Gespräch heute. Und ich muss sagen, ich war schon nervös, weil ich bin immer ein bisschen nervös. Und du hast gesagt, du bist es nicht und du hast gesagt, du gibst mir keine Tipps. Jetzt bin ich natürlich, ob ich dir Tipps gebe, ist dann die Frage. Ne? Aber also eigentlich würde ich sagen, tief atmen, seinen Körper spüren, Geräusche im Raum wahrnehmen, das weiß ich alles, mach's dann aber nie. Aber ja, das sind so die Tipps, die man eigentlich so geben würde. Aber du gibst deine Tipps nicht her, ja? Bleibst du dabei? Ja. Okay. Geheimnis. Na, schade. Wird schon schade. Naja, vielleicht könnte ich die verwenden. Claudia Kottal steht nicht nur auf der Bühne und vor der Kamera, sondern wird auch für Kampagnen gebucht. Der Titel ist, jeden kann es mal auf die Schnauze hauen. Und da geht es quasi darum, um darauf aufmerksam zu machen, wie schnell es gehen kann, dass man obdachlos wird, beziehungsweise eben alles verliert, seinen Job verliert. Und das Nonnenhaus macht da sehr viel. Ich habe das vorher auch gar nicht so am Schirm gehabt, was die alles machen. Aber was sie zum Beispiel, eben ihr Credo ist Housing First, dass es das Wichtigste ist, dass die Leute mal irgendwo unterkommen, denen das halt passiert und dann auf die Beine kommen. Aber also ich habe einen Podcast auch gehört vor, es gab einen sehr coolen Podcast, einen Berliner Podcast von einem Obdachlosen, der es geschafft hat, wieder auf die Beine zu kommen. Und es ist wirklich unglaublich, was er erzählt hat, wie schnell das geht und wie plötzlich das kommt, dass man wirklich keinen Ausweg mehr hat. Und ja, das war sehr, sehr beeindruckend für mich, zu sehen, dass es wirklich jeden treffen kann, wenn es blöd kommt. Und ich habe noch eine letzte Frage. Okay. Vorbereitet? Du musst beantworten, ja? Okay. Was sind deine Lieblingshobbys? Wow. Ja? Also, ich koche sehr gerne. Aha. Und ich esse auch sehr gerne. Und ich mache auch gerne Sport. Doch. Vor allem, wenn man nachher sich dann so viel besser fühlt als vorher. Was mache ich noch gerne? Naja, Reisen ist natürlich was man jetzt halt nicht mehr so mit dem Flugzeug darf. Aber generell neue Orte zu sehen, neue Orte zu erkunden auch, finde ich immer irgendwie was Neues zu entdecken. Ich versuche mehr in der Natur zu sein, weil das irgendwie war das nie so auf meiner Liste, aber ich finde es immer schön, wenn man in der Natur ist. Und liest du auch gerne? Ja, doch. Was denn? Ich habe vor kurzem Die Wut, die bleibt gelesen von der Mareike Fallwickel. Das ist mein momentanes Lieblingsbuch. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich versuche mehr zu lesen. Ich habe als Jugendliche sehr viel gelesen und dann irgendwann aufgehört, aber jetzt versuche ich mehr zu lesen. Aha. Und eine letzte Frage habe ich an dich noch. Okay. Was magst du loswerden in der Kamera? Hä? Was ich loswerden mag in die Kamera? Ah ja. Und das soll ich dann in die Kamera sagen? Ja. Es wäre schön, wenn wir alle lieb zueinander wären. Applaus!
Also, das war's mit Okta der Bauer. Das war's jetzt mit Okta der Bauer. Und ich sage mein Sprüchlein. Weißt du, wie es geht? Mein Sprüchlein oder nicht? Ich? Nein, leider nicht. Nein. Aber ich hab's im Kopf, ja? Pussy, Papasche! Wiederschauen! Ja, das war's dann auch schon wieder. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, danke für die Einladung. Bitte. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Eine schöne Woche noch. Ciao, Baba.